Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11, müsste das sein, ne? Glaube ich. Ihr wisst ja, ich und zählen. Ich bin euer Mr. Venom 1974, wir sind immer noch bei Grey Matter und jetzt können wir endlich mal, na komm, nimm den, die Akten uns angucken und vielleicht dann auch wieder endlich um die weiteren Rätsel kümmern. So. Was haben wir denn Schönes? Hab ihn. Okay, das heißt, ich muss jetzt wieder ein bisschen... Falls Susan merkt, dass er weg ist, wird sie mich unter Verdacht haben. Das muss ich vermeiden, sofern mir noch genug Zeit bleibt. Ja, dann nimmst du natürlich... Beziehungsweise, es ist mir jetzt egal, ich lese jetzt trotzdem erstmal. Dann müssen wir das gleich fotokopieren, dafür haben wir es ja. So, wip. So, Experimentplan. Eingereicht von Dr. David Stiles, September 2005. Ziel des Experiments. Es soll untersucht werden, wie sich die Visualisierung unterschiedlicher Übungen auf den Puls, den Blutdruck, die Gehirnaktivität und die elektrischen Impulse, die aus den Muskeln gesendet werden, auswirkt. Zeitrahmen: 8 Sitzungen im Oktober 2005. 6 Studenten im Alter von 18 bis 24 Jahren. Labor des Dreadhill Anwesens. Versuchsleiter Dr. David Stiles. Versuchsausstattung: FRMT-Gerät bereits installiert im Labor des Dreadhill Anwesens. 6 Betten bereits vor Ort. Versuchsablauf: Jetzt wird's spannend. Die Versuchspersonen werden für jede anstehende Übung durch einen mentalen Visualisierungsprozess geführt. Die körperliche Aktivität wird dabei in Echtzeit vorgestellt. FRMT und Pulsmessgeräte werden den Puls, den Blutdruck und die Gehirnaktivität jeder Versuchsperson aufzeichnen. Diese Daten werden danach mit den Daten von Personen desselben Altersspektrums verglichen, die den Visualisierungsübungen in Wirklichkeit durchgeführt haben. Siehe Lore und Weller, die Wirkung des Gehirns auf Leichtathleten 2002. Damit soll festgestellt werden, auf welche Art und wie genau das Gehirn und der Körper in der Lage sind, tatsächliche körperliche Anstrengungen durch Visualisierungstechniken zu simulieren. Joggen, Hotspot-Laufbahn, Schwimmhalle von St. Anmal, Kraftsport, Fitnessraum von St. Anmal Hall, Gehen, Timmins Park, Hürdenlauf, Hotspot-Laufbahn, Seilspringen, Fitnessraum von St. Anmal, Freiübungen, Hotspot-Laufbahn und Yoga im Timmerpark. Gut. Jetzt geht das doch einfach mal fotokopieren. Klingt ziemlich überzeugend. Wer hätte gedacht, dass man den größten Nutzen aus sportlicher Betätigung alleine mit seiner Vorstellungskraft ziehen kann? Ja, ob das so einfach ist, das ist eine andere Frage. Weil dann könnte sie dir das alles vorstellen und dann wäre man über Nacht, Superman. So, geh mal kopieren. Dafür ist ein Fotokopierer da, Sam. Hat's gereicht? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich hätte eigentlich gedacht, dass erwachsene Studenten aus dem Alter für dumme Streiche raus sind. Kein Problem. Nun gut, lassen Sie mal sehen. Sie wollen den Daumen anfassen? Oh Gott, tut mir leid, ich bin bei sowas immer wie ein kleines Kind. Herrje, was sein muss, muss sein. Ich mach's selbst. Ist besser so, glauben Sie mir. Das ist der Erste-Hilfe-Kasten, oder? Ich nehme ihn mit ins Badezimmer und erledige das. Vielen Dank. Wie Sie meinen. Aber passen Sie bitte auf, dass Sie im Gang keine Sauerei machen. Hallo? Entschuldige bitte. Hey, hi. Du bist doch Malik, oder? Vom Experiment bei Dr. Stiles. Psst. Was willst du? Warum so geheimnisvoll? Ach, nichts. Ich will nur nicht, dass jeder über meine Privatangelegenheiten Bescheid weiß. Ich wollte nur kurz mit dir reden. Über Dr. Stiles. Na schön, aber ich muss in 10 Minuten in eine Vorlesung. Also lass es uns kurz machen. Okay, dann quatschen wir jetzt erstmal wieder mit ihm. Warum hast du dich für das Experiment angemeldet? Wie meinst du das? Naja, ich will einfach nur wissen, warum du bei dem Experiment mitmachst. Ist doch kein Verbrechen. Ich kann das Geld gut gebrauchen. Du bist ja hier in der neurobiologischen Abteilung und kanntest Dr. Stiles bestimmt schon vor dem Experiment, oder? Naja, kennen ist übertrieben. Ich habe schon einiges über ihn gehört. Von den Leuten hier in der Abteilung? Hast du überhaupt den leisesten Hauch eine Ahnung, wer Stiles ist?
Er ist, oder besser gesagt war, einer der berühmtesten Neurobiologen in der Geschichte der Wissenschaft. Ich habe in der Schule einiges über ihn gelernt. Insofern weiß ich schon einiges über ihn, denke ich mal. Zumindest von der Zeit, als er in dieser Abteilung gearbeitet hat. Dr. Stiles gehört doch immer noch zu dieser Abteilung, oder? Er musste zum Beispiel Mr. Hadley den Plan für sein Experiment vorlegen. Offiziell gehört er vielleicht noch zu dieser Abteilung. Aber jeder weiß, dass er bei dem Unfall einen Hirnschaden erlitten hat und berufsunfähig ist. Glaub mir, der ist durchaus noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Ein paar von denen hätte ich selbst gern. Und warum hat er dann seine Lehrtätigkeit aufgegeben und seit dem Unfall nichts mehr veröffentlicht? Vielleicht kommt er einfach nicht damit klar, dass die Leute ihn die ganze Zeit bedauern und immer wieder Fragen wegen des Unfalls stellen. Und dann von ihm erwarten, dass er ein paar Monate später alles vergessen hat. Letzten Endes wird er dann auch noch für verrückt erklärt, weil er die Erwartungen nicht erfüllt. Stiles hätte weiterarbeiten müssen. Das wäre er der Welt und seinen Studenten schuldig gewesen. Sagt wer? Glaub doch, was du willst. Ich hoffe, ihr habt jetzt mal ein bisschen gemerkt, was ich über Sam denke. Ihr wisst ja, Aussagen sind auch irgendwann Selbstaussagen. Und merkt euch das mal einfach. Was denkst du über das Experiment von gestern Abend? War irgendwie merkwürdig und überraschend. Der Abend war in der Tat merkwürdig. Aus welchem Grund soll man sich denn bitte Sportübungen vorstellen? Das war ganz und gar nicht merkwürdig. Forschungsergebnisse belegen, dass die bloße Imagination von sportlicher Betätigung das Gehirn dazu veranlasst, die gleichen Impulse an Muskeln und Nerven auszusenden, als würde man tatsächlich Sport treiben. Und das Ganze wirkt sich auch noch fast genauso positiv auf die Gesundheit aus. Für das Gesundheitswesen sind das sensationelle Erkenntnisse. Vor allem in Bezug auf Menschen mit Behinderungen. Zurzeit wird viel in diese Richtung geforscht. Hier vielleicht, wer sich damit auskennt, ist das so? Ich meine, es gibt Muskeln, die haben auch so eine Art Gedächtnis. Ja, aber läuft die Stimulanz nicht übers Kleinhirn statt übers Großhirn? Und dann muss es ja auch... Es muss ja einen physikalischen Feedback haben, aber ist egal. Ihr könnt das ja mal reinhauen. Das sind ja wahrscheinlich schon Theorien, die weit über dem biochemischen, medizinischen Verständnis sind, wo ich überhaupt nur irgendwas sagen sollte. Und was fandest du dann an diesem Experiment merkwürdig? Ich muss jetzt echt in die Vorlesung. Warte noch einen Moment. Du sagtest merkwürdig. Warum? Naja, weil ich halt endlich Dr. Stiles live erleben konnte. Diese Maske... Und der Keller erst. Ist schon alles ziemlich schräg. Aber am merkwürdigsten war, dass... Ich... Trotz allem... Ach, egal. Was? Er wirkte so... normal. Ich habe erwartet, dass... Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Ja. Interessant. Ist dir an Stiles Geräten irgendwas aufgefallen? Nein. Gar nichts? Sind ganz normale FMRT-Geräte. Allerdings der gehobenen Klasse. Ist schon ungewöhnlich, sowas in einem Privathaushalt zu haben. Aber andererseits, die Geräte sind nicht invasiv. Also harmlos, wie er gesagt hat. Ich komme zu spät zur Vorlesung. Ich muss los. Man sieht sich. Okay, das war nicht ganz so hilfreich, diese Diskussion. So, dann würde ich sagen, ist jetzt endlich wieder Zeit für Puzzle. So. Das sind die, also das ist jetzt abgeschlossen, ne? Das heißt, das muss ich mal und St. Edmund Hall muss ich auch irgendwas machen. Egal, fangen wir mal erstmal damit an. Ich will jetzt erstmal in den Pub. Da müsste ich ja jetzt eigentlich reinkommen können. Ihr solltet ja jetzt aufhaben. Der Pub heißt... Genau, da muss ich rein. Dann geh doch da mal rein. Zum Element Wind. Hallo, Miss. Hi. Okay. Die sehen nicht so aus, als wären sie Mitglieder im Daedalus Club. Das hast du, glaube ich, gut erkannt. Die sehen nicht so aus, als wären sie Mitglieder im Daedalus Club. So, was haben wir denn? Das können wir, Barmann müssen wir sagen sowieso. Was sagen wir denn zum Jagdhorn? Mhm. Das Ding ist ganz schön kurios. Schließlich sieht man einen Wunschhorn nicht alle Tage. Okay, das ist ein Wunschhorn. Gut, wieder was gelernt.
Bild ist ein bisschen interessant, aber da kann ich nicht draufklicken. Hat ein bisschen was, als wäre Benedict Cumberbatch als Sherlock, ne? Hallo, mein Name ist Sam. Kann ich Sie eine Sekunde stören? Ich bezweifle, dass eine so hübsche junge Frau stören kann. Hallo? Aber versuchen Sie es ruhig, ich bin ganz Ohr. Da soll man mal sagen, Barmann hat keinen Charme. Vielleicht sollte ich Barmann werden. Sagt Ihnen der Daedalus Club was? Gehört dieser Pub zu einem Ihrer Rätsel? Daedalus Club? Noch nie gehört. Tut mir leid, junge Frau. Da hake ich jetzt gleich mal ein, Sam. Hattest du nicht irgendwie gerade gelernt, Nützung, einfach nie so jeden Pannemann auf der Straße danach zu fragen? Nach einem Geheimbund, Geheimkult? Naja, egal. Können Sie mir etwas über diesen Pub sagen? Windy Dog ist ein ungewöhnlicher Name. Nun ja, der Pub heißt so, weil der Köter des ehemaligen Besitzers Verdauungsprobleme hat. Haha. Nein, war nur Spaß. Ein Schiff hieß mal so. Der Gründer des Pubs war in jungen Jahren Kapitän. Netter Gag, die Sache mit dem Horn. Blamieren sich damit viele Touristen? Sie meinen das Wunschhorn. Das ist kein Gag. Dieses Horn war einst auf dem Schiff des alten Kapitäns. Wenn Gefahr drohte, hat man reingeblasen. Sie müssen wissen, der Kapitän sucht diesen Pub noch immer heim. Wenn man in das Horn bläst, ruft man seinen Geist herbei. Und wenn man sich dann etwas wünscht, lässt er den Wunsch vielleicht in Erfüllung gehen. Also, wie ich's gesagt habe, ein netter Gag. Aber nicht gerade hygienisch. Von wegen. Ich lege das Mundstück den ganzen Tag in eine Lösung aus hundertprozentigem Alkohol. Das hier ist der sauberste Ort von ganz England. Okay, kann ich das Mundstück denn haben? Der hatte ja wirklich etwas mit dem Rätsel zu tun. Okay. Ja gut, wir wollen das Mundstück, ne? Hauptsache, ihr habt was zu lachen. Schon gut, Schätzchen. Ist doch nur Spaß. Selten so gelacht. Ich kenne mich zwar nicht wirklich mit Hörnern aus, aber ganz richtig sieht das nicht aus. Ich glaube, da fehlt ein Teil. Ja, das Mundstück. Das hast du gut erkannt. Irgendwo hier? Ja toll, wie komme ich jetzt da dran? Ja, achso, jetzt will sie das Mundstück, okay. Fehlt da was am Horn? Ein Mundstück oder sowas? Ich sagte doch, es genießt den ganzen Tag ein Heilbad in hundertprozentigem Alkohol. Ja, wie der Gast auch, oder was? Und wie der auch. Hier, für Sie. Oh, danke. Okay, das kann ich doch jetzt wahrscheinlich verwenden, ne? Also ich guck's mir erstmal an. Ist auch geil, guckt jetzt zum Inventory nach oben. Das ist immer ganz witzig. So. Dann wollen wir es mal verwenden. Ja, ja. Dann gib mal alles. Hat sie es jetzt benutzt? Ja. Okay. Ich hab doch gesagt, die ist nicht auf den Kopf gefallen. Die hat's echt drauf. Der Kapitän hat das Horn bestimmt gehört. Ja, bitte. Ich hätte gerne ein Goldstück. Ein Goldstück? Was soll das bitte schön sein? Wenn Sie Kohle wollen, fragen Sie doch einfach nach 100 Pfund. Meine Güte. Was ist nur aus der echten Liebe geworden? Das würde ich gerne wissen. Ich dachte's mir schon, als Sie hier aufgekreuzt sind. Hier ist Ihr Goldstück. Und noch eine Kleinigkeit extra. Danke. War mir ein Vergnügen. Viel Glück. Das Rätsel ist damit durch. Der Prozess gegen Erzbischof Cranmer, Christchurch Kathedrale. Auf der Postkarte steht, der Prozess gegen Erzbischof Cranmer, Christchurch-Kathedrale. Immerhin können wir richtig gut gleich vorlesen, das ist ja schon mal schön. So.
Haben wir jetzt aber noch nicht irgendwie was anderes gekriegt, oder? Oder hatten wir jetzt noch ein Puzzleteil? Ich brauche nur noch ein Gold. Ah. Ja, Bumm. Ja. Okay. Das ist jetzt nicht so schwierig. Dann würde ich doch sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und in der nächsten Folge gehen wir mal zu Christchurch. Mal gucken, was uns da erwartet, aber das war ja jetzt nicht unbedingt das schwerste Rätsel der Welt. Ne? Das war labern und gucken, was passiert. Das kriege ja selbst ich hin. Ich bin euer Mr. Venom 1974, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.